Hallo? Wo habt ihr mich denn hin? Gegrüßt, Römer. Lang lebe Tower. Lang lebe. Mein Name ist Güldenstern und das hier ist mein Gefährte Rosenkranz. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Lang lebe Tower. Uff, lang lebe. Hallo. Hallo, ich heiße Gregor. Ich bin Güldenstern und das hier ist mein Gefährte Rosenkranz. Hä? Wir haben uns verlaufen. Auf dem Weg zum Tower? Nein, wegen dieser Pilze. Mein Freund, die hat bereits einen schlechten Trip. Tut mir leid, ich hatte einen harten Morgen. Ich bin als Insekt aufgewacht. Ah, es ist also dein erstes Mal, nicht wahr? Möchtest du dich wieder menschlich fühlen? Ich hätte gerne meinen alten Körper zurück. Dazu braucht es nur ein wenig Psilocybin. Dann schwebst du durch Fraktale... Was? Durch Fraktale und siehst ja deinen Leib von außen an. Stell dich einfach neben meinen Pilz. Inhaliere tief, das Zeug wird dir gut tun. Liebe Kinder, mach das nicht nach. Ne? Pilze sind schlecht. Dann kann man sich tatsächlich zurückverwandeln. Außerdem nehme ich keine Drogen. Hallo, ich möchte neben meinem Körper sein. Wieso? Hallo? Das ist aber 2 Minuten abgelenkt. Irgendwo kann man wieder speichern, ich höre das doch. Moment, wie komme ich denn da hoch? Boah, Junge. Die Musik gefällt mir. Oh, oh, oh. Da jetzt hin. Ich hab's kaputt. Oh, guck mal, das Volk des Towers. Fliegendes Schiff. Da möchte ich hin. Hallo. Tower ist Hybris, nieder mit Tower. Das alte Insektslament lehrt uns. Als dann stieg der Insekt her auf und einen Faden herab, um Tower zu sehen. Guck mal, die Flamme, wie gut die aussieht, mit Qualm. Den die Insekten gebaut hatten und der Herr zirpte. Siehst du, ein Volk, sind sie alle zusammen in Einklang. Ich bin voll auf dem Trip. Und das erst der Anfang ihres Tuns. Es wird nichts mehr unerreichbar sein, wenn sie sich auch vornehmen. Aufsteigen wir hinab und verwehren ihre Saugrüssel und Mundwerkzeuge, sodass keiner mehr das Brummen des anderen versteht. Und von da an verstand kein Käfer mehr, eine Libelle und auch keine Fliege und keine Motte und keine Schmetterling. Und es erschien ein großes Zeichen am Kronleuchter. Eine Stechmücke
mit einer Glühbirne bekleidet. Und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Blattläusen. Und sie trug Eier in sich und schrie in Ablagenöten und hatte große Qual zur Geburt. Und ist erschienen ein anderes Zeichen an der Decke. Oh. Und siehe, eine große rote Libelle. Die hatte 7 Augen und 10 Flügel. Und auf ihren Dorsalrand 7 Zitzen. Und Elmfeuer loderten aus ihrem Mund, als sie suchte. Zerstört Tower, wehe euch. Tower ist Hybris, nieder mit Tower. Das alte Insektentum leer. Nicht schon wieder. So. Glaubst du dem, was der erzählt da? Was ist los mit dir? Wir müssen Tower vernichten, um unser Leiden ein für alle Mal zu beenden. Nieder mit Tower. Es gibt keinen anderen Weg. Gestern erschien mir unser Insektenheer in einer Flamme, die aus einem Pilz emporschlug. Und dann sah ich eine Motte mit einem Schädel. Nur noch, dass er Rom jetzt hochhebt und die Musik von König der Löwen. Ja, hier hebt mich hoch. Und ich will jetzt gleich König sein. Bist du hier, um die Wahrheit zu ergründen? Ja, ich meine, ich muss zu Tower gelangen. Arme Seele, bei Tower gibt es keine Hoffnung für uns Insekten. Ich bin kein Insekt, zumindest war ich bis jetzt keins. Ich muss wieder Mensch werden. Offenbar ist das bei Tower möglich. Oh, das ist es bestimmt, aber wozu? Versprich uns nicht, der Insekte her. Ewig während Freude? Ich schätze, ich werde dann mal gehen. Hast du mich jetzt angerülpst, du alte Drecksau? Ich pupst dich gleich an hier. Darf ich ins Gesicht pupen? Hallo? Ins Gesicht pupen. Oh, das sieht voll gut aus hier. Okay, das ist eine 2D-Flamme zwar, aber... ich feiere das. Auch wieder 100.000 E-Mails bekommen. Schau mal, was ist App-Status? Warte. Oh, was soll denn das jetzt? Du weißt, du kommst hier Geräusche, das synchronisieren. Wow. Ja, erstmal WhatsApp-Status. Schau mal den Trollo da an. Der doof, der macht da komische Geräusche und so. Was ist mit dir? Warum räumst du die ganze Zeit? Pup doch lieber mal. Gegen die Flamme. Los jetzt. Pup gegen die Flamme. Was? Deine Hosen sind durch? Ekelhaft. Was denn? A-Loch? Okay, ich geh mal. Ich hab keine Zeit für solche schrägen Sachen. Da hinten ist Haribert, guck mal. Joseph! 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 Help, help! Hilf mir, Joseph! Oh oh. Oh. Ich möchte zu Joseph. Ich möchte ihn in seine Nasenhaare kriechen, damit er mich bemerkt. Vielleicht schaffe ich das ja so, ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen. Und wenn er mir in die Augen schaut, sagt er sich nur, ihr bist so ekelig. Dieser Prediger ist der Anführer einer gefährlichen Sekte.
Man kann sich ihnen nur schwer entziehen. Bitte sagt niemanden, dass ich hier bin. Okay. Na, was denn? Wie muss ich doch aufmerksam auf mich machen? Guck mal, da ist das Schiff. Das sieht gut aus, ne? Einer gefährlichen Sekte. Ja, gefährliche. Kennst du das nicht? Was? Was? Hallo? Aber please present valid documents at the checkpoint. Hallo? Halt, wer sind Sie? Mein Name ist Gregor Samsa. Ich bin aufgewacht, verwandelt in... Sind Sie der Insekteninspektor? Nein, ich bin ein Mensch. Sind Sie ein Spion? Nein, ich bin Händler. Zeigen Sie mir Ihre Dokumente. Ich habe sie nicht, wie gesagt, ich wurde ver... Sie haben also keine gültigen Identitätsnachweis? Nein, mein Herr. Wieso? In Gottes Namen sollten Ihnen dann irgendjemand glauben. Ich habe keine Zeit für so etwas. Gehen Sie zu Sharon. Er wird sich der Sache annehmen. Wer ist Sharon? Ich will zu Sharon. Hier drin stinkt's aber. Ich hab gepupt. Wenn es wenigstens Fisch wäre, aber das ist es nicht. Ich hab gepupt, habe ich doch gesagt. Nein. Fühlt sich auf jeden Fall an wie ein Hafen. Ja, aber nur so halb. Ich da hoch, da kann ich speichern. Warte mal, wie komme ich denn da hoch? Hallo? Ich möchte mal speichern. Hier kann man nicht Sachen kaufen? Ich möchte erstmal speichern. Hey, wer seid denn ihr? Bist du? Ich bin bloß hier, weil ich gern Gesellschaft habe. Daheim gibt es niemanden, der mit mir sprechen will, aber hier schon. Was ist los mit dir? Ich habe schon ein Zertifikat, ich stelle mich an, um ein zweites zu bekommen. Muss ich mich jetzt hier anstellen? Hat der Junge da vorne dir gesagt, wann hier aufgesperrt wird? Oder nein. Er hat bisher niemandem gesagt, möglicherweise weiß ich selbst nicht. Hast du gerade die Flintstones versucht nachzumachen mit Jabba Dabba Doo? Das klingt aber komisch. Geschäftszeiten von 2.15 Uhr bis 4 Uhr. Kennst du die Geschäftszeit? Ich schon, deshalb bin ich hier. Also man wird denn hier jemand sein. Wenn ich dir jetzt sage, ist meine Anwesenheit hier überflüssig. Ich wäre ungern überflüssig. Nun, dann denke ich mir herzlich für deine Unterstützung. Denke ich in der Gott. Ich werde es selbst herausfinden. Ja, ich habe schon rausgefunden. Ich bin voll der Profi. Uff. Ja, ich hab's kaputt gemacht. Jetzt bin ich gespeichert. Guck ich da oben rein. Hallo. Wer macht denn hier so komische Geräusche? Oh. Ich will da durch. Ich weiß halt echt nicht, ob ich jetzt die Geräusche wissen will, ne? Also, was das ist. Bin ich gut oder bin ich gut? Warte mal, ich muss zu dem da. Endlich ein Passagier! Passagier? Du willst bestimmt zum Tower, nehme ich an.
Ich hoffe, diese Schwachköpfe von der schwarzen Pest wollten dir nicht irgendeinen Quatsch einreden. Nein. Gut, zeig mir dein Zertifikat, dann machen wir uns auf den Weg. Tut mir leid, ich habe es nicht. Du hast es nicht? Und wir können nicht zum Tower, wenn du kein Zertifikat hast. Genau darum geht es bei dem Tower, das Zertifizieren von Zertifikaten. Das wusste ich nicht. Toll. Was mache ich denn jetzt? Ich habe kein Zertifikat. Was mache ich denn hier? Ich habe doch gar kein Zertifikat. Das ist hier schon eine 38, genau. Du brauchst doch das Zertifikat. Hallo, hast du ein Zertifikat? Hey Kumpel, redest du mit mir? Ja, allerdings. Hast du ein wenig Kleingeld übrig? Tut mir leid, leider nein. Wie sieht's mit etwas so rum? Rum wäre fein. Tut mir leid. Nein, bitte entschuldige mich. Ich hab's eilig. Oh, Verzeihung, Herr Oberwichtig. Haben es wohl eilig. Nicht mal einen Moment Zeit für ein obdachloses Insekt. Ach, egal. Ich brauche deine Hilfe sowieso nicht. Die Puppen. Custom Office. Oh, guck mal. Irgendwas zu verzollen? Ich denke nicht. Jetzt stehen Sie hier nicht so dumm rum. Gehen Sie weiter. Ich glaube, das ist doch ein Zertifikat. Das ist eine Zollbehörde, keine Anwaltskanzlei. Warten Sie, bis der Anwalt in seinem Büro ist, anstatt hier uns hier zu belästigen. Okay. Jetzt muss ich da rein. Geht weg. Ich habe mich vorgedrängelt. Hallo, Herr Anwalt. Ich brauche ein Zertifikati. Man kann sich dazu entscheiden, frei zu sein. Doch das ist die letzte Entscheidung, die du je treffen wirst. Franz Kafka. Bist du wirklich der Anwalt? Der Idiot. Der Idiot. Okay. Hallo, Herr Anwalt. Hallo. Wir haben alle das Insektengift da, ne? Ist allerdings ziemlich gut, das stimmt. Ja, da muss ich sie beenden. Okay. Beenden wir die Musik. Aber die ist doch schon zu Ende. Brauche ich ja nichts mehr machen jetzt. Oh. Boah, okay, sie geht von neuem los. Feuerzeug. Oh, ist da auch bestimmt irgendwas drunter, oder? Bäh. Hallo? Man braucht die richtige Verbindung. Aber diese Oberklasse-Etablissement reingelassen werden will. Helfen? Selbstverständlich. Womit kann ich dienen? Ich soll von einem Anwalt ein Zertifikat ausgestellt bekommen. Dann kann ich hier nicht helfen. Ich mag keine Anwälte.
Warum denn das? Ich musste wegen einem einsitzen. Er hat irgendein Detail in meinem Verfahren übersehen oder so ähnlich. Vorspielerin, trotzdem könntest du mir vielleicht helfen? Nein, keine Anwälte, keine Paragraphen. Mein Zertifikat, wo ist mein Zertifikat? Ist alles in Ordnung? Nein, es ist nicht. Ich habe mir ein Grammophon das Hirn weggeblasen und mein Zertifikat verloren. Kann ich vielleicht irgendwie helfen? Es wäre ein Anfang, wenn du Leine ziehst. Ich muss es finden. Ja, dann geh doch. Geh doch zu Netto. Oh, hallo. Hey, du. Brauchst du ein wenig Äther? Oder Opium? Das erste Mal ist gratis. Nein, danke. Ich brauche ein Zertifikat. Bist du vielleicht ein Tower-Schnüffler? War nur ein Spaß. Ich habe keine Drogen. Lass mich allein. Hier gibt's nichts zu sehen. Warum bietest du mir das denn erst an? Was soll denn das, du Lümmel? Can I have a cup of tea? Hallo? Du willst ins Grammophon? Wahrscheinlich hat man dich nicht schreien gelassen. Nun, es ist ein ehrenwertes Etablissement. Was hat das zu bedeuten? Du brauchst eine Empfehlung, um hineinzukommen. Wenn du dich ein wenig umsiehst, findest du vielleicht jemanden, der dabei helfen kann. Hallo, ich brauche jemanden, der mich ins etablierte Dienst da bringt. Hallo? Ich will da rein. Der Romy hat will da rein. Oh, guck dich mal die Krampfadern an. Ekelhaft. Wollen mich nicht ins Grammophon lassen. Was, wieso? Sie meinen, mein Tanzstil wäre zu aufreizend. Tut mir leid, das zu hören. Hallo, ich will da rein. Kommst du nicht hinein, Kumpel? Aber du erfüllst die ästhetische Anforderung dieses Clubs nicht. Nächster. Lass mich jetzt da rein, du Lümmel. Über Psychoanalyse. Sigmund Freud. Hey, du Lümmel! Bring mich da rein! Hey, Süßer! Hallo! Du hast etwas verloren. Ich bin auf der Suche nach einem Zertifikat. Verstehe. Da musst du dafür sorgen, dass dieser Anwalt in deine Gänge kommt. In die Gänge kommt. Und die Sache für dich erledigt. Dazu schaltest du am besten die Musik ab. Und wie soll ich das anstellen? Versuch's im Grammophon-Club. Ich hab's schon versucht, aber man wollte mich nicht hineinlassen. Offenbar gehöre ich nicht dazu. Ja, natürlich gehörst du nicht dazu. Zu diesen erbärmlichen Haufen. Dafür bist du viel zu attraktiv. Danke? Geh doch mal hin und sag ihnen, ich hätte dich geschickt. Wenn sie dir keine Schwierigkeiten mehr machen. Also wer genau schickt mich denn? Ich bin Leni. Mega, freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns wiedersehen werden. Oh, Leni. Guck mal, siehst richtig, richtig schick aus, so. Leni, Leni. Die gute alte Leni, wir kennen sie nicht. So, jetzt kann ich aber da rein. Kommst du nicht schneien, Kumpel? Du fühlst dich jetzt nicht an von diesen Clubs nicht. Nee, nicht schick mich.
Ah, wenn das so ist, herzlich willkommen im Grammophon-Club, mein Herr. Die Bar befindet sich im Untergeschoss. Ich will keine Bar, ich will die Musik ausstellen. Lass mich jetzt hier die Musik kaputt machen. Ja, was ist denn hier los, ey? Das ist die Nichtigkeit, die nur geistlos ist. Ey, weißt du, wie ich die Musik abdrehen kann? Wieso solltest du das tun wollen? Ich brauche dieses Zertifikat. Wo kommst du denn, indem du die Musik abdrehst? Ich muss die Aufmerksamkeit des Anwalts erregen. Wie auch immer, vergiss es. Warte mal, letzte Woche hat ein Künstler gesehen, dich diese Widerstände bewegt. Der Mechanismus wurde verlangsamt und die Musik hörte auf. Was sind das für Widerstände? Irgendwo ganz oben, glaube ich. Danke für die Hilfe. Viel Glück. Okay. Irgendwo ganz oben. Hallo, ihr Lümmels.